Moin YouTuber-Freunde, ich bin's wieder, euer Manuel, der Kleinhobbygärtner. Heute ist immer Thema diesen Strohball. Ich mache heute den Kauhühnerstall sauber. Und ich habe erstmal noch einen Strohball gekauft, eben so ein, so ein Bauer. Kostet ungefähr im Bauer 2 Euro. So einen viereckigen Strohball. Schöner Strohball. Schön sauber. Erstmal zeige ich euch, wie kann man wie mache ich meinen Hühnerstall sauber. Den alten Stroh weg und dann alles schön wieder neu machen. Das werdet ihr jetzt live sehen. Zuerst habe ich jetzt meine Hühner rausgelassen, weil ich kann schon quem sauber machen. Zuerst hole ich jetzt die Schubkarre. Ihr seid auch live dabei. Wie schiebe ich eine Schubkarre? So. Und dann brauche ich Hake. Schippe. So. Und hier, das ist nicht so schlimm, ist altes Stroh und niedere Nestkasten ist ein altes Stroh. Und das wird jetzt alles sauber gemacht. Zuerst muss ich die alles zusammenhaken mal. Das ganze alte Stroh weg. Weil können Milben oder weiß nicht was sein. Ich nehme das aus, den ich will neue Hühner kaufen. Und das habe ich gedacht, tue ich vorsichtshalber frische Stroh hin, weil ich will auch neue Hühner kaufen auch. Schönes altes Stroh, aber jetzt kann man was anderes verwenden, diesen Stroh dann. Ja, seht ihr, wie es so gemacht. So. So. Und jetzt kommt noch die Liegekiste. Das ist ein Gipsei. Da Leute, die die Hühner denken dann automatisch, das ist ein richtiges Ei und die legen genau da immer die Eier hin. Die Leute, wo Kinder nicht so wissen, was sind denn mit den Hühnern los? Die immer Freudespunde machen die da draußen. Ja, die waren schon lange nicht mal draußen gewesen. Eigentlich ist immer noch Stallpflicht. Aber ich muss hier irgendwie meinen Hühnerstall sauber machen. So.
diesen Stroh tue ich auch austauschen. Da können auch Milben sein und so. Ich weiß nicht, ich habe recht, aber ich vermute, da können auch Milben sein. Da die Hühner sitzen da immer drauf und das ist auch gar nicht gut. Gegenfall. Hier ist auch noch Stroh. Stroh. So. Mach mal auf. So, jetzt kommt diesen Strohball. Diesen schönen Stroh. Jetzt freuen sich auch meine neue Hühner auch. Was, wann kriege ich die? Die neue Hühner? Aussache. Da wusst schön. Sauber sein. Über rumstreuen. Noch eine Nägelkiste. So. Einfach so reinquetschen. Und die da wieder schön Eier legen. So. Ich glaube, die haben zu viel Stroh, meine Hühner. Restliche Stroh kriegen meine Tauben. Die bauen damit Nester und so. Ist mein Taubenschlag auch offen? Muss mal gucken, erstmal. Ja, mein Taubenschlag ist auf. Mir so ein, das reicht nur zum Nesterbaum, so ein Klumpen, so ein schönen Klumpen, zum Spielen damit nur. Hier, liebe Tauben, ich habe den Ausschnitt gar nicht vergessen, ne? Könnt ihr damit rumspielen? Ja, Mädels und Jungs. Oh, hier zu lang gemacht. Ich muss jetzt leider. So, liebe Freunde, ich bin zu wieder euer Manuel. Ich habe die Hühner jetzt in den Stall reingemacht. Das hat etwa, ja, von euch nicht so lange gedauert. Manchmal sind sie bockig, die wollen gar nicht rein.
Also schönes Wetter ist heute, aber leider ist Stallpflicht. Du musst reinbleiben, drinbleiben, ehrlich gesagt. So, nächsten Monat, habe ich gehört, kann man wieder Hühner kaufen, habe ich gehört. Und das habe ich mir gewähnt, ich will Hühner kaufen, weil ich habe gehört, ein Züchter, bei nächsten Monat erst kann man Hühner kaufen, weil die haben erstmal noch so Viren gefunden. Erstmal hat er gesagt, 20. März. Und da hat er dann später, ich habe nochmal Volkshab angerufen, dann Ende diesen März. Ja. Und dann will ich so schöne Zusatzhühner kaufen und ich weiß nicht, so 4 Stück noch dazu. Und ja, das war's jetzt mit diesem Video. Hat euch gefallen, Daumen hoch. Wenn hat nicht gut gefallen, Daumen runter. Aber nicht abonnieren vergessen, weil ich sage das schon jedes Mal im Video. Die machen viele Leute nicht, aber ich wünsche, ich mache so viele Videos schon. Ich habe jetzt schon, das ist jetzt schon der 11. Video. Ich habe noch mehr Videos bei mir im Kanal. Und könnt ihr auch dazu gucken, Beispiel Gartenrundgang oder über Thema Hühnerhaltung oder über Thema, was noch, wie kann man Spinat aussehen oder Zwiebel oder Radieschen aussehen. So viele Themen habe ich jetzt schon gemacht. Über Thema Kleinhobbygärtner. Und bis nächstes Mal. Tschüss, euer Manuel.